Der Ziesel ist was ganz Interessantes, ist ein innovatives, elektrisch betriebenes Raupenfahrzeug, mit dem wir uns ungewöhnlich in diesem Jahr über den Strand bewegen wollen, während der Travemünder Woche. Die Stadtwerke Lübeck sind ein langjähriger Partner dieses traditionellen Segel-Events. Wir sind hier engagiert als Sponsorpartner, aber auch irgendwie als Eventpartner immer vor Ort für unsere Kunden. Wir präsentieren innovative Ideen, dieses Jahr den Ziesel. Das heißt, der Ziesel ist elektrobetrieben mit Strom. Welchen Strom? Ökostrom. Also Elektromobilität funktioniert nur mit Ökostrom im Umweltsinne. Das heißt, wirkliche Effekte kommen nur durch den Einsatz von Ökostrom. Wie schnell kann man fahren mit diesem Ziesel? Ja, also hier auf dem Strand werden wir gute 25 km/h erreichen. Mit Rückenwind vielleicht ein bisschen schneller. Wir bauen einen spannenden Parcours auf für die Kunden und wollen ein tolles Erlebnis schaffen. Wann kann man fahren und was kostet der Spaß? Also man kann täglich fahren von 11 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit. Die Kosten belaufen sich auf 7,50 Euro pro Fahrt. Wir werden das auch runden festlegen, das, was für alle sehr fair ist. Der schnellere und der langsame Fahrer werden da nicht bevorzugt. Unsere Kunden erhalten Vorteil auf lübsch.de von 2,50 Euro. Dort kann man sich einen Coupon runterladen und den hier an der Kasse einlösen.